Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Papst Franziskus hat sein Beileid zum Unfall auf dem russischen U-Boot in der Barentssee ausgedrückt. Vatikansprecher Alessandro Gisotti erklärte, der Papst sei über das Unglück informiert worden. Er bekunde seine Nähe zu den Familien der Opfer und zu allen Betroffenen. Zu einer möglichen Absage des für morgen geplanten Besuchs von Russlands Präsident Wladimir Putin sagte der Sprecher nichts. Bei dem Brand auf dem Unterseeboot der russischen Kriegsmarine waren mindestens 14 Seeleute ums Leben gekommen. Knapp 2800 Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland treffen sich seit heute in Paderborn. Das 8. Deutsche Mädchen- und Jugendchor-Festival des katholischen Bundesverbandes Poeri Cantoris steht unter dem Leitsatz »Unsere Quelle bist du«. Poeri Cantoris sei nicht nur für die Teilnehmer ein herausragendes Ereignis, sondern für die ganze Stadt und das gesamte Erzbistum, erklärte der Projektleiter Thomas Berning. Domradio.de überträgt am Sonntag den Abschlussgottesdienst des Poeri Cantoris Festivals mit Erzbischof Franz Josef Becker und dem Limburger Bischof Georg Betzing aus dem Paderborner Dom. Die evangelische Kirche wirft dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor, das Kirchenasyl systematisch zurückzudrängen. Die Kirchengemeinden würden sehr sorgfältig die Fälle prüfen, bevor sie ein Kirchenasyl gewähren, sagte der Bevollmächtigte der evangelischen Kirche in Deutschland, Martin Dutzmann, dem evangelischen Pressedienst. Zuletzt war bekannt geworden, dass ein Kirchenasyl für die Betroffenen nur noch ganz selten mit einer Anerkennung endet. Die Ursache liege beim BAMF selbst, sagte Dutzmann. Das sei dort so gewollt. Bis Ende April wurde nach Angaben der Bundesregierung in nur 2 Fällen von Kirchenasyl nachträglich Schutz durch das BAMF gewährt. Die UNESCO streicht 2 Welterbestätten von der gefährdeten Liste. In Baku beschloss das Welterbekomitee, dass die Geburtsstätte Jesu Christi in den palästinensischen Gebieten sowie die Salpeterwerke von Humberstone und Santa Laura in Chile wegen erfolgreicher Schutzmaßnahmen nicht mehr als bedroht gelten. Die Geburtsstätte Jesu Christi in Bethlehem zählt demnach seit 2012 zum Welterbe und wurde seitdem auf der Liste des gefährdeten Erbes geführt. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de